Stop it go. Baustellen, Straßensperren, Umleitungen. Auf der A4 zwischen Weißenberg und Bautzen Ost laufen in beiden Richtungen Fahrbahnerneuerungen auf einer Länge von 2,4 Kilometern. Auf dem Abschnitt zwischen Ohorn und Bokau wurden die Arbeiten um einen Monat verlängert. Sie sollen jetzt bis zum 30.07. andauern. Weiterhin laufen Bauarbeiten zwischen Pulsnitz und Ottendorf-Okrilla. In allen Fällen sorgen eingeengte Fahrspuren für Stau- und Unfallgefahr. In Pulsnitz ist die Waldstraße wegen Kanalbauarbeiten vollgesperrt. Umgeleitet wird über die Großröhrsdorfer Straße und zur Hufe. Die Königsbrücker Landstraße in Weixdorf ist zum Teil vollgesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Auf der B6 zwischen Weißig und Rossendorf Baustelle in beide Richtungen, auch hier Staugefahr. In Bischofswerda ist die Belmsdorfer Straße zwischen Kolbestraße und Belmsdorf vollgesperrt, eine Umleitung ist ausgewiesen. An der Eisenbahnbrücke in der Stolpner Straße in Bischofswerda kommt es zu Behinderungen und Sperrungen, das Bauwerk wird erneuert, die Zufahrt zum Klärwerk bleibt gewährleistet. Auf der S111 Mauschwitz in Richtung Bautzen ist zwischen Weißenberg und Kotitz vollgesperrt. Die S100 in Panschwitz-Kuckau ist abschnittsweise vollgesperrt. Eine Umleitung ist auch hier ausgewiesen. Die S104 ist zwischen Reichenbach und Reichenau komplett gesperrt. Hier wird eine Stützmauer erneuert und im Anschluss der Asphalt. Eine Umleitung erfolgt über Bischheim, Kamenz und die S100. In Kamenz selbst ist die Weinbergstraße im Bereich zwischen der Mauerschleuse und der Elsa-Brandström-Straße komplett gesperrt. Eine Umleitung ist ausgewiesen. Die Nordstraße in Kamenz ist zwischen der Kreuzung an der Windmühle und der Krausche-Straße wegen Bauarbeiten komplett gesperrt. Hier werden Medien neu verlegt. Eine Umleitung erfolgt. Auf der S94 Bernsdorf-Kamenz wird zwischen den Abzweigen Straßgräbchen und Bieler die Deckschicht erneuert. Bis zum 7. Juli regelt eine Ampel das Vorbeikommen. Vom 9. bis zum 14.07. ist die Straße komplett dicht. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Zwischen Wiednitz und Grünewald wird die Brücke über das Ruhlander Schwarzwasser neu gebaut. Eine Ampel führt an der Baustelle vorbei. Die Ortsdurchfahrt Hosener ist gesperrt. Eine Umleitungsstrecke führt über Lauter, Bernsdorf und Grünewald. In Senftenberg ist voraussichtlich bis zum 13.07. die Grünstraße zwischen Steindamm und der Zufahrt zum Parkplatz des Amtsgerichtes vollgesperrt. Der Parkplatz ist während der Zeit nur eingeschränkt nutzbar. Die Zufahrt nur aus Richtung Knappenstraße möglich. Die Brücke Wendenstraße in Spremberg ist vollgesperrt, die Überführung wird neu gebaut. In Spreewitz ist die Kreisstraße im Bereich der Siedlung komplett gesperrt, hier wird die Brücke erneuert. Eine Umleitung ist über Spremberg, Trattendorf und Schwarze Pumpe ausgeschildert. Die B97 in Richtung Schwarze Pumpe ist in der kommenden Woche halbseitig gesperrt. Zwischen dem Abzweig Burg und dem Abzweig Burg-Neudorf wird die Oberfläche erneuert. Hier führt eine Ampel an den jeweiligen Bereichen vorbei. Die Arbeiten sollen am Montag und Dienstag, also den 9. und 10. Juli, erfolgen. Die S95 im Hoyerswerder Ortsteil Dörgenhausen ist vollgesperrt. Umgeleitet wird großräumig über die B97, die B96 sowie Brischko und Wittichenau. In Ottendorf-Okrilla ist ab Montag der Bahnübergang in der Radeberger Straße vollgesperrt. Umgeleitet wird über das Gewerbegebiet. Die B97 in Königsbrück ist in Richtung Dresden halbseitig gesperrt. Auf einem Abschnitt werden die Lärmschutzwände instand gesetzt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Die Clara-Zetkin-Straße in Bautzen ist zwischen dem Kreisverkehr Schliebenstraße und der Friedensbrücke halbseitig gesperrt. Während der Verkehr stadtauswärts an der Baustelle fließen kann, ist stadteinwärts eine Umleitung über die Heilig-Geist-Brücke und den sogenannten Lindenberg eingerichtet worden. Der Postplatz in Bautzen ist von der Einmündung Bahnhofsstraße bis zur Einmündung Karl-Marx-Straße vollgesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Die Seminarstraße in Bautzen ist zwischen Schilleranlagen und Schirnerstraße vollgesperrt. Fußgänger können den Bereich passieren.
Die B96 ist auf dem Abschnitt zwischen Großsärchen und dem Abzweig Neubuchwalde komplett gesperrt. Umgeleitet wird großräumig über Hoyerswerda die S108 in Losa und dann über die B156 Uist nach Bautzen. In Uist kann aber auch auf die S101 gewechselt und dann über Milkel und Königswartha wieder auf die B96 aufgefahren werden. Die Ortsverbindung zwischen Maukendorf und Knappenrode ist gesperrt. Hier wird über Koblenz und Mordga die S108 Loser und Hoyerswerda umgeleitet. An der Ortsverbindung zwischen Koblenz und Mordga werden Kabel verlegt. An den Baustellenbereichen kommt es zu halbseitigen Sperrungen. Eine Ampel regelt das Vorbeikommen. Die B96 wird ab Montag zwischen Maukendorf und Zeisig halbseitig gesperrt. Eine Ampel regelt hier den Verkehr bis zum 27. Juli. Der Schmiedeweg in Hoyerswerda ist inklusive Bahnübergang komplett gesperrt. Bis Mitte Juli sind die Arbeiten vorgesehen. Und noch einmal die B96. In Naht ist sie in Höhe am Damm halbseitig gesperrt. Hier erfolgen Instandsetzungsarbeiten an der Brücke. Eine Ampel regelt auch hier den Verkehr. Egal, wo Sie unterwegs sind, kommen Sie gut und gesund ans Ziel. Stop it go. Baustellen, Straßensperren, Umleitungen.